Hier der genannte Sahabi Abdullah ibn Abi Aufa, radiyallahu anhu, er und sein Vater waren beide, zählten beide zu den Sahaba. Abdullah ibn Abi Aufa ist der letzte Gefährte des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, der in der Stadt Kufa verstorben ist. Er war der letzte dort Ansässige. Und wir hatten auch mal den ersten erwähnt. Der erste Gefährte des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, der den Boden von Kufa betreten hat. Erinnert ihr euch? Khabbab ibn al-Arad. In dem Hadith von Khabbab ibn al-Arad, wo sie zum Propheten kamen, er in dem Schatten der Kaaba saß. Erinnert ihr euch? Nein. Also er war der Erste und Abdullah ibn Abi Aufa ist der Letzte, der dort war und dort gestorben ist. Er ist ungefähr im Jahr zwischen 86 und 87 dort gestorben, nachdem er erblindete.